in unserem Antrag für das GJ24 enthalten. Wenn also Bedarf besteht, werden wir diese Mittel nach Bedarf einsetzen. Über das Predict-Programm, ja? Das DNI wird Informationen von 18 Behörden einschließlich des Außenministeriums freigeben, die das Wuhan-Institut für Virologie belasten, nicht aber andere Informationen, die andere Einrichtungen auch in den USA belasten könnten. Letzten Monat habe ich nach dem Predict-Programm von USAID gefragt, das die Erforschung von Biowaffenwirkstoffen über die EcoHealth Alliance finanziert. Sie haben die Forschung zur Entdeckung von Biowaffenwirkstoffen finanziert, die von Ralph Barrick an der Universität von North Carolina und dem Wuhan-Institut für Virologie durchgeführt wurde. In der Zwischenzeit hat USAID nicht klassifizierte Informationen, die von der Transparenzorganisation US Right to Know im Jahr 2020 aufgefordert wurde, 3 Jahre lang nicht freigegeben, was die Organisation dazu veranlasste, Klage gegen USAID zu erheben. Warum finanziert USAID die Erforschung von Biowaffenwirkstoffen? Warum hat USAID insbesondere Forschungsarbeiten zur Entdeckung von Biowaffen finanziert, die in Zusammenarbeit mit China durchgeführt wurden, das möglicherweise die Pandemie verursacht hat? Sicher. Ich danke Ihnen beiden vielmals, Deputy Secretary, Deputy Administrator. Werden Sie die Frage beantworten? Sprechen Sie über das Predict-Programm. Wie viele Mittel stellen Sie für dieses Predict-Programm in diesem Jahr bereit? Können Sie sagen, wie viel Sie für ein Programm bereitstellen, das die Pandemie verursacht haben könnte? Wir können auf so eine konkrete Frage schriftlich antworten. Schriftlich? Ich frage nicht nach einem obskuren Thema, Ned. Ich frage nach einem Programm, das ihr durchgeführt habt und weiterhin durchführt, das die Pandemie verursacht haben könnte. Können Sie antworten? Kann sie antworten? Sie verlässt den Raum. Sam, was wir weltweit finanzieren, sind Biosicherheitsprogramme. Wir arbeiten auf der ganzen Welt mit Partnern zusammen, um das zu verhindern, was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben. Es sind Bemühungen auf dem Weg, wir sprachen es bereits an, den Ursprung von Covid-19 zu ermitteln. Diese Bemühungen werden von der Geheimdienstgemeinschaft unterstützt. Ihr habt gestern von den führenden Vertretern der Geheimdienstgemeinschaft erfahren, wie der aktuelle Stand dieser Untersuchungen ist. Wir werden Sie zu den Einschätzungen sprechen lassen. Die kurze Antwort ist, dass wir die Ursprünge von Covid-19 nicht kennen. Es gibt 2 Haupttheorien. Unsere Geheimdienstgemeinschaft untersucht diese weiterhin. Aber unsere weltweite Priorität, wenn es zu unserer Finanzierung kommt und auch wenn es zu dem Programm kommt, auf das Sie sich beziehen, ist die Biosicherheit. Du dürftest genau wissen genau die Information haben, aber Sam, du weigerst dich, sie preiszugeben. Warum? Ich habe letzten Monat gefragt, warum du dich geweigert hast, Informationen an US Right to Know herauszugeben. Sie haben 2020 Dokumente zu diesem Thema per FOIA angefordert. Das läuft seit 3 Jahren. Die befinden sich in einem Rechtsstreit und sie wollen diese Tatsache verbergen. Sie und der Rest der US-Regierung wollen die Sache allein dem Wuhan-Institut für Virologie anhängen. Und Sie... Sam, ich bitte Sie, Ihren Kollegen gegenüber respektvoll zu sein. Ich bin sehr respektvoll. Nein. Ich bin respektvoll gegen allen Menschen und allen, die unter der Pandemie leiden. Werden Sie die Information freigeben? Sam, warum finanzieren Sie weiterhin ein Programm, das die Pandemie verursacht haben könnte? Sam, wie ich dir schon beim letzten Mal gesagt habe, kannst du das schriftlich detailliert... Das habe ich letzten Monat getan und ich habe nichts bekommen. Und wir werden auf dich zurückkommen. Ihr werdet auf mich zurückkommen? Nachdem der Senat einen Beschluss gefasst hat, der besagt, dass wir alle Informationen über das Wuhan-Institut für Virologie veröffentlichen werden und keine der anderen Informationen. Das ist Leugnen und Verzögern. Das ist Leugnen und Verzögern. Und währenddessen gefährdet ihr die Welt mit diesen Programmen. Lass mich mit einer Sache ganz oben anfangen und dann werden wir... Und du lächelst. Sam, weil Sie sich für Verschwörungstheorien einsetzen. Das ist keine Verschwörung. Das ist genau die gleiche Rhetorik, die wir vor 3 Jahren hörten. Oh, das kann nicht aus einem Labor stammen. Das ist eine Verschwörung. Quatsch. Quatsch. Geben Sie die Dokumente frei. Warum geben Sie die Dokumente nicht frei? Ich glaube, Ihre Kollegen wollen etwas über Dinge hören und fragen, die nicht konspirativ sind, die in Wirklichkeit... Das ist absurd. Nach allem, was wir durchgemacht haben, und nach all den Leugnungen und Verzögerungen der Regierung bezüglich der Herkunft von Covid-19, ist es absurd, dass du sagst, es sei eine Verschwörungstheorie, obwohl ich dich letzten Monat gefragt habe. Warum gibst du die Dokumente nicht frei? Und du gibst sie nicht frei.
Wie ich bereits sagte, wir werden uns die Frage genau ansehen, die du gestellt hast, und dann kommen wir auf dich zu. Ich möchte die Zeit deiner Kollegen nicht noch mehr verschwenden. Verschwenden, verschwenden. Ich habe eine Sache ganz oben, und dann kommen wir zu den Fragen. Erstens, heute ist es 16 Jahre her, dass Robert Bob Levinson von der Insel Kish im Iran entführt wurde. Die vergangenen 16 Jahre haben unsagbares Leid über Bobs Familie gebracht und die iranischen Behörden haben noch immer keine Rechenschaft über Bobs Schicksal abgelegt. Wir fordern sie erneut auf. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.